Ich immer noch ihr Publikum total zu begeistern, obwohl finde ich zumindest da ja nicht mehr wirklich alles so glaubwürdig und überzeugend rüberkommt, aber dass ihre Platte Dark Side of the Moon immer noch in den amerikanischen Charts zu finden ist, das kann ich gut verstehen. Zahlreiche Hits auf seinem Konto hat jetzt der Mann, den ich im Doppelpunkt als Gast begrüßen darf, Addicted to Love, das war sein letzter großer Erfolg, Best of Both Worlds ist schon etwas länger her und auch die Nummer Some Guys Have All the Luck stammt aus seiner Feder und in der Version von Rod Stewart wurde diese Nummer dann zum großen Hit. In letzter Zeit war es ziemlich still um Robert Palmer, aber jetzt meldet er sich wieder zurück und nach wie vor unwiderstehlich. Hier ist Robert Palmer und Simply Irresistible. Yeah.
Robert Palmer. Robert Palmer hat hier jetzt bei uns im Doppelpunkt ganz einfach aus technischen Notwendigkeiten und weil es im Fernsehen ja wirklich gang und gäbe ist, Playback gesungen. Nun, was ist das für einen Musiker eigentlich für ein Gefühl, Playback zu singen? Also zu seiner Musik eigentlich Mundbewegungen zu machen? It becomes a matter of habit, a matter of course. Das ist eine Frage der Gewohnheit, denn die meisten Programme sind ja so, da macht man das ja. In verschiedenen Ländern kann man nicht verschiedene Bands mit allen Geräten auf die Bühne bringen und man gewöhnt sich einfach dran. Es ist eigentlich okay, wenn man einen Song mag. Natürlich ist es, bin ich immer noch live da, ich singe ja immer noch. Das ist so, als wenn man, das ist eigentlich viel schlimmer, vor einer Kamera zu stehen. Man hat jetzt ziemlich lang von Robert Palmer nichts gehört. War das einfach ein langer Urlaub oder eine kreative Pause? I've been in the recording studio. Nun, ich bin in den Studios gewesen, zwei Jahre lang jetzt insgesamt. Und ich mache sehr viel unterschiedliche Musik. Und manchmal habe ich halt einen Hit in diesem oder in jenem Land, je nachdem. Und habe auch sehr viel Erfolg mit Songs, die vor zwei Jahren gemacht worden sind. Und ich hatte das Gefühl, dass ich neue Songs gebraucht habe. Und jedes Mal, wenn das der Fall ist, dann setze ich mich halt hin und habe jetzt insgesamt drei Albums gemacht, habe auch einen anderen Sänger produziert. Das war der Hard Work. Sehr viel Arbeit, aber auch sehr viel Spaß. Wird es Robert Palmer in nächster Zeit auch live geben? Ich kann sie hier über meinen kleinen Mann im Ohr hören, wie ein Telefonanruf. Ja, ich hoffe schon. Das hängt hauptsächlich davon ab. Wie das mit dem Agenten ist. Er ruft mich an und sagt, da ist sehr viel Interesse in diesem Land, dass du hierher kommen sollst und dort spielen sollst. Aber wenn ich zum Beispiel in Grönland spiele, ist es sehr schwierig, nach Guatemala zu gehen. Aber ich hoffe, dass ich sechs Wochen lang in den USA im Sommer spielen werde und dann drei Wochen in Europa von September ab einer Tournee. Das hängt davon ab, ob ich die Tickets verkaufen kann. Das ist immer das Problem. Was denken denn Sie eigentlich von dem ganzen Rummel und den Gerüchten, die so um das Kommen von Michael Jackson gemacht werden? Werden Sie sich ihn anschauen? Haben Sie ihn schon gesehen? Next. Oh, das war nächste Frage. Nächste Frage. Thank you, Robert Palmer. Ein Applaus für Robert Palmer. Ja. Ich war beim Michael Jackson Konzert in Wien und was immer man von seinen Ticks und Macken und den Gerüchten halten